Die Anreise, der Mont Saint-Michel, die rosa Granitküste sowie der westlichste Punkt Kontinentalfrankreichs liegen hinter uns. Dieser Teil führt uns wieder Richtung Heimat. Die Stationen sind Évron, Saint-Florentin und Phalsbourg. Die Reise endet auf dem Schurrenhof bei Göppingen. Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Die Rückreise steht an. Wir brauchen ein paar Tage bis nach Hause. Nach dem Frühstück gegen 11 Uhr starten wir. Die heutigen knapp 360 Kilometer wollen wir in 6,5 Stunden bewältigen. Die erste Pause machen wir bei Plumagor nach 2,5 Stunden Fahrt. Eine weitere Pause machen wir kurz vor dem Verlassen der Bretagne im Mont de Vert. Immerhin haben wir jetzt 300 Kilometer Bretagne hinter uns. So ein Schild müsste man als Gespannfahrer immer dabei haben. Nein, ich habe es nicht mitgenommen. Kurz nach 17 Uhr kommen wir in Évron auf dem Campingplatz de l'Osiris an. Der Campingplatz ist in Rondells mit je 8 Stellplätzen unterteilt. Praktisch, jeder Stellplatz ist mit Hecken abgegrenzt. Die Stellplätze sind so lang, dass wir nicht abkuppeln müssen. Wir starten wieder kurz vor 11 Uhr.
Für die heutigen 350 Kilometer sind knapp 9 Stunden eingeplant. In Le Mans gibt es wieder eine günstige Supermarkt-Tankstelle. Wobei 1,83 pro Liter nicht unbedingt günstig sind. Serie 357 folgen. Weiter geht es über herrliche Landstraßen. Teilweise sind die Ortsdurchfahrten dann doch spannend. Die Countdown-Anzeige in der Ampel soll wohl die Ungewissheit verhindern, wann es weitergeht. In 1,5 Kilometern erreichen Sie das Ziel, Camping de El Armandum. Das Ziel liegt rechts. In 700 Metern erreichen Sie das Ziel, Camping de El Armandum. Das Ziel liegt rechts. Früher als gedacht erreichen wir unser Etappenziel, den Camping de la Marsan, knapp 7 Stunden nach Abfahrt um 10 vor 6. Der Platz mit knapp 80 Stellplätzen ist ca. 2 Hektar groß. Statt der bisher üblichen 20 Euro pro Nacht zahlen wir hier nur 13,44 Euro. Auch hier finden wir wieder einen Stellplatz, auf dem wir nicht abkuppeln müssen. Der Platz ist idyllisch gelegen und die Straße hört man nicht, da noch eine, wenn überhaupt noch, wohl selten befahrene Eisenbahnstrecke dazwischen liegt. Heute starten wir gegen 10:30. Neuberechnung der Route. Thank you.
Wir fahren wieder über schöne Landstraßen. Die 335 Kilometer von heute wollen wir in 5 3/4 Stunden hinter uns bringen. An dieser Tankstelle in Saint-Dizier haben wir auf der Hinfahrt für 3 Cent weniger auch getankt. An der Reststätte Erdetoul-Chaudenay machen wir eine Pause. Dieses Hinweisschild steht wohl nicht ohne Grund hier. Rechts abbiegen auf die Rue des Trois Journaux. Um 4:15 kommen wir auf dem Camping Le Boulot an. Zur Abwechslung müssen wir mal wieder abkuppeln für die Nacht. Der Platz wird von einem Holländer geführt. Ist zwar ganz ordentlich, aber dennoch wollten wir nicht länger als die eine Nacht hier bleiben. Am letzten Tag in Frankreich starten wir gegen 11 Uhr. Links abbiegen auf die Rue des Trois Journaux. Am Ende der Straße links abbiegen. Wir haben 240 Kilometer vor uns, für die 5,5 Stunden eingeplant sind.
Der Grenzübertritt, von dem man nichts mehr merkt, ist nach 2 Stunden Fahrt mittags kurz nach 13 Uhr. Ohne den auf der A8 erwarteten Stau erreichen wir wie geplant um 16.30 Uhr unser Ziel, den Campingplatz Schurrenhof. Hier waren wir schon öfters. Diesmal haben wir mit der Chefin ausgemacht, dass unser Wohnwagen für 14 Tage ohne uns hier bleibt, da wir dann wieder in die Gegend wollen. Mit einem leckeren Abendessen in dem uns bekannten Restaurant geht unser Frankreich-Urlaub zu Ende. Nach erlebnisreichen 14 Tagen ist unser Frankreich-Urlaub nun vorbei. Der Grund, warum wir ihn hier beenden, ist eine andere Geschichte. Warum und wieso wir unseren Wohnwagen hier parken, hat noch eine andere Ursache.